Das Seehaus gibt es in Baden-Württemberg seit nunmehr 16 Jahren. Und ich darf als Justizminister durchaus sagen, wir sind stolz auf diese Einrichtung. Wir haben sie geschaffen, um jungen Menschen, die straffällig geworden sind, auch wieder eine Chance zu vermitteln. Einerseits, dass sie spüren, dass ihr rechtswidriges Verhalten vom Staat nicht geduldet wird, aber andererseits auch, um ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass wir ihnen wiederum Perspektive für ein straffreies Leben geben möchten. Im Seehaus haben junge Menschen im Jugendstrafvollzug in freier Form die Möglichkeit, an einem harten Arbeitsalltag teilzunehmen, Tagesstrukturen kennenzulernen. Der Tag beginnt um 5.45 Uhr mit Frühsport und der Tag ist fordernd. Da wird den jungen Menschen nichts geschenkt. Es ist ein Stufensystem aus Pflichten einerseits und Mitbestimmungsmöglichkeiten andererseits. Die Jugendlichen sind eingebunden in Mitarbeiter, Familien, wo sie möglicherweise etwas erfahren und erleben dürfen, was ihnen in der eigenen Familie nicht fürs Leben mitgegeben werden konnte. Familiäre Strukturen, familiärer Zusammenhalt. Das erleben Sie dort etwa im gemeinsamen Mittagessen, im Gespräch mit denen, die Sie in Ihrer Familie aufnehmen. Für uns ist das Seehaus eine wichtige Einrichtung, um jungen Menschen Perspektive zu geben. Und ich kann allen, die sich damit auseinandersetzen, nur empfehlen, es diesem guten Beispiel gleichzutun.